Steuer, wie waren die ersten Fahrten der neuen Saison? Gewaltig. Gleich gut ins Rotler gefunden. Lillehammer ist sowieso eine von meinen Lieblingsbahnen. Jetzt in Sigulda, da tun wir uns noch ein bisschen schwer, aber das kriegen wir ohne in den Griff. Und dann schaut das eigentlich recht gut aus für die Saison. Lorenz, wo sind die großen Ziele? Als ja, letzte Saison richtig starke Saison, nimmt man sich wirklich konkrete Ziele vor? Auf alle Fälle haben wir das letzte Sport im Gesamtweltcup gewonnen, 3 WM-Medaillen. Sochi ist sicherlich ganz das große Ziel, dass wir da ganz oben stehen. Und ja, im Gesamtweltcup einfach auch wieder einfach gut performen. Wir haben sicher ein paar Bahnen gehabt, wo wir uns nicht ganz so wohl gefühlt haben. Da probieren wir jetzt gerade in die Trainings, dass wir da auch gut einfinden, dass wir uns dann im Weltcup dann auch leichter tun und da dann auch gut performen. Heimweltcup ist ein guter Monat noch bis dorthin. Natürlich voller Angriff wieder, oder? Natürlich, volle Attacke. Schauen wir mal, ob es wieder so aufgeht wie letztes Jahr. Aber ich glaube, wenn wir gut arbeiten, dann können wir uns schon was erwarten, wenn wir unser Potenzial abrufen. Heuer nicht mehr als alleiniges Doppel in Österreich unterwegs, sondern mit Müller-Frauscher ein junges, neues Doppel. Was bedeutet das für euch? Ja, es ist genial, dass wir jetzt zu zweit sind. Sie haben sich jetzt in die Lärme wirklich gut angestellt. Es fehlt sicher noch ein bisschen, dass man sagt, wir können einen Vergleich oder sonst was. Aber jetzt in Lettland haben sie auch schon wieder einen großen Fortschritt gemacht. Und wenn es so weitergeht, dann glaube ich, seid ihr bald einmal vorne dabei.